Hey Leute, da bin ich wieder, der schnäuzbärtige Bürgermeister von Nubingen, euer Marito. So, und wie ihr seht, ich habe jetzt zwischen dieser und der gestrigen Aufnahme 4 Stunden hier Zeug abgebaut, alles begradigt, die Mauer hier wieder aufgebaut, also weiter rausgezogen. Und das hier, wir haben hier 4 Kisten voll Erde rausbekommen. Oder voll. Jede Menge Dreck. Bruchsteinfarmen brauchen wir, glaube ich, doch nicht gehen. Und ein bisschen anders Zeugs noch. So. Da ist noch eine Kuh. Die Babykuh lasse ich natürlich leben, ja? Aber ich brauche leider wirklich das Leder. So. Das geben wir auch gleich hier rein. Und jetzt so Schaufeln brauche ich jetzt nicht mehr erstmal. Jetzt müssen wir kurz mal schauen, ob der glatte Stein fertig ist, den brauchen wir jetzt dann nämlich. Und ich hoffe, Leute, euch geht's gut. Das, na natürlich nicht, wir waren zu weit weg. Ja, shit. Shit, shit, shit. Lasst mich kurz überlegen. Das nehmen wir auch mit. Ich glaube, wir bauen uns da drüben im Ofen und brennen drüben noch ein bisschen Stein oder 2 oder 3 Öfen. Wir hatten doch noch Öfen. Die nehmen wir doch mit. Da werden wir nicht extra wieder neue machen. Recht habt ihr. Wo waren die? Wo waren die? Hier. 1, 2, 3, 4. Gut, dass ihr mich jetzt daran erinnert habt. Auf das hätte ich schon wieder fast vergessen. Oh, was ist denn da los? Sorry, dich wollte ich eigentlich nicht lahmen. Ich erlöse dich jetzt von den Qualen. Ich wollte nur kurz hier die Zombies wieder töten. Können Zombies solche Tore eigentlich kaputt machen? Oder generell Türen? Wer weiß es, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es ja sowieso nicht. Oder wisst ihr es nicht? Hm? Hier wieder Kühe. Übrigens bin ich draufgekommen, wenn man die Kühe mit der Axt... Oh, ein Eisenbahn. Mit der Axt schlägt, dann kommen teilweise bis zu 2 Leder raus. So, und wir hatten ja hier Kohle. Das gehen wir gleich da rein jetzt. Und brennen hier dann noch 1, 2, 3, 4 Stacks Bruchstein. Bruchstein, Bruchstein, alles muss versteckt sein. So, dann brauchen wir eh noch mehr Bruchstein. Das rohe Fleisch können wir da auch mal weggeben. Mehr Bruchstein. So. Und jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Wo fangen wir hier jetzt an? Im Endeffekt muss ich 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 von hier rein weg. Oh, oh hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nee, hier. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh Gott, das geht hier nie aus. Ich habe da viel zu wenig weggemacht. Shit. Wurscht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Dasselbe jetzt nochmal hier. Eins, zwei, drei, vier. Es werden jetzt immer alles so so quadratische Muster mit drei in der Mitte frei, wo steht die Sonne. Boah, ich hatte echt nicht geglaubt, dass das jetzt so eine Mordsarbeit wird. 1, 2, 3, 4. So. Kurz mal eben schlafen gehen. Gut, die Bäume wachsen hier auch gut. Du kannst nur nachts schlafen. So, jetzt ist Nacht. Was eine Sekunde oft so ausmacht. Hier ist schon wieder eine Kuh. Sorry, ihr lieben Kuhliebhaber da draußen. Aber die Kühe, wie gesagt, ich brauche das Leder. Ja? So, von hier gehen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier rüber. Okay. 1, 2, 3, 4. Hier rüber. E3, ja. Dann haben wir 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hier gehen wir jetzt wieder nach vorne, oder? Warte, ich brauche schon mal einen Zettel. Ja, ich glaube, ich bin zu weit drüber. Ich bin hier zu weit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und hier müsste ich jetzt noch rüber. 1, 2, 3. So, wir haben hier 2, dann 4. Dann haben wir jetzt 3. Und hier noch 2 nach drüben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ups. Obwohl, das geht sich ganz genau aus. Habe ich mich doch nicht verzählt. Es geht sich doch ganz genau aus. So, hier müssen wir jetzt 1, 2, 3, 4. 1, ups, 2, 3, 4. Da brauchen wir 4, 1, 3. Ich habe ja meinen College-Block neben mir liegen. Auf dem sehe ich aber, weil das Gebäude wirklich arschgroß wird, nur den halben Grundrissgrad. 1, 2, 3, 4. Genau. Und dann gehen wir jetzt im Endeffekt hier wieder zurück. Machen dasselbe jetzt wieder zu. Ja, kommt hin. Nee, oder? Was? Nee. Die gehören da nicht hin. Oh, meine Spitzachse ist schon so hin.
ist ein Kraus. Hier müssen wir 1, 2, 3, 4. So. Okay. Da brauchen wir dann wieder 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So. Und da ist ja gut, dass wir jetzt so viel Bruchstein bekommen haben beim Abbauen hier. So, als nächstes haben wir dann, ich schaue jetzt hier, geht schneller, 4. 4 in diese Richtung. Oh, geht sich das so überhaupt aus? Ne, warte mal, nicht 4. Wir sind jetzt hier bei 3. Jetzt kommen hier die 1, 2. Ach, scheiß drauf. Und hier jetzt noch 3 solche Felder. Also das wird wirklich mein allergrößtes Gebäude, ja? 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4, zack, so. Machen wir es uns wieder so. Müssten wir hier wieder 4 Felder haben. Ja. Und dann wieder nur 2 daneben. Ups, falsch. 1, 2, 3, 4. Und wer dachte, das wäre jetzt der Grundriss unserer Bibliothek? Ja, tut mir leid, der täuscht sich. Das ist nur der halbe Grundriss. Wir spiegeln das jetzt noch alles einmal nach links, also nach rechts rüber. Seid ihr damit einverstanden, liebe Freunde? Schön. Wie gesagt, das wird das größte Gebäude, das ich bis jetzt gebaut habe. Und ich dachte, es wäre das gewesen. So. Achso, ja, genau, da ist ja das Ding drunter, das Höhlensystem, das habe ich zugemacht. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Da geht's weiter. So. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann gehen wir hier wieder 2 runter, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, zack. Ja, hier gehen wir jetzt wieder 1 raus. 2, 3, 4. Und ziehen das mal runter hier. Eins, zwei, drei bleiben frei. So, eins, zwei. Wow, Augenmaß, ha? Huh? Das nennt man Gespür. Und wieder eins rüber. Eins, zwei, drei, vier.
Noch eins rüber. So, 3, 4. Hier ist Eisen. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Jetzt wieder 4 runter. So, haben wir 4 Felder. Ja, 1, 2, 3, 4. Haben wir sogar zu viel gebaut. So, sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen konzentrierter als normal. 1, 2, 3, 4. Ja, die Kohle weiß ich. Ah, siehst du, da können wir jetzt schnell unsere Spitzaxt reparieren mit der Kohle. Zumindest ein wenig. Und wir haben ja genug Dreck, um das wieder zuzumachen. Ist auch noch Kohle. Ja, aber recht viel reparieren tut das gerade nicht, ne? So. Wir sollten was essen und es wird schon wieder Nacht. Vorne sehe ich schon wieder wandelndes Leder. Hallo, Leder. Du kannst eine Nacht schlafen. Okay. So. Also die nächsten Folgen werden wir sicher nichts anders machen als hier bauen. So, hier gehen wir jetzt wieder 3 rein im Endeffekt. 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. Zack. Ja, dann gehen wir wieder. Zwei noch vorne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Und hier jetzt im Endeffekt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. What? Ja, das stimmt jetzt aber was nicht. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das stimmt. 1, 2, 3. Warte mal. Habe ich jetzt einen Knick in der Optik oder kenne ich mich gerade nicht aus? Nee, es passt eh. Oder? Schaut doch gleich aus. Ja, die da hinten gehören noch weg. Dann haben wir hier schon wieder Leder rumlaufen.
Das ganze Gebäude wird dreistöckig werden mit einer Glaskuppel. Allerdings für die Glaskuppel muss ich mir echt erst noch was anschauen und da, wir werden relativ viel. Ja, helf mir. So, jetzt brauchen wir hier mal den ganzen Stein. Das können wir gleich reinlegen. Stein reinlegen. Bruchstein geben wir hier wieder rein. Nehmen uns noch zwei raus. Stein. Achso, den Bruchstein wollten wir reinlegen. Ja. So, Bogen da mal weg dabei. Den brauchen wir jetzt eher, glaube ich, nicht. Granit brauchen wir auch nicht. So. Wo war der Granit? Da. Okay. Diese füllen wir jetzt alle mal mit einem gewöhnlichen Naturstein aus. Wobei mir das, glaube ich, nicht gefällt. Nee, wie wird's mit glatten Stein ausschauen? Warte mal. Ich muss das jetzt testen. Mit glatten Stein gefällt es mir, glaube ich, besser. Ja, geht's alle ins Papanovas, ne? Säufer. Das um die Uhrzeit. Hier mal glatten Stein. Ich glaube, es gefällt mir mit glatten Stein besser und ich bin sogar jetzt am Überlegen, ob ich hier nicht mehr mit Halbblöcken arbeite, also mit Slabs, um Material zu sparen. Nee, nicht da. So, jetzt gehen wir mal rauf. So. Da haben wir auch noch glatten Stein. Also ist schon Maximum. Ja. Hier habe ich da hinten war noch ein. Nee, ist wurscht. Komm, machen wir schnell mit der Franzi. So. Der kommt dahin. Haben wir den zweiten rausgerissen irgendwo? Nee. So. Ja, das gefällt mir schon besser. Und da drauf, auf dieses Podest, kommt dann im Endeffekt unser Konstrukt, unser Bauwerk aus Sandstein und Schwarzeichenholz. Ja. Da vorne läuft wieder Leder rum. Und ihr seht, durch die Halbblöcke habe ich zwar darunter einen kleinen Hohlraum, was mir jetzt allerdings soweit egal ist, da darin nichts spawnen kann, zum einen. Und zum anderen, es ist natürlich eine natürliche Wärmedämmung, ein Wärmespeicher im Winter. Mhm. Wisst ihr? Jetzt wisst ihr es. So. Und an dem Gebäude werde ich relativ viel denken müssen beim Bauen. Denn ich habe es irgendwie nur so halbfertig geplant. Ja, halbfertig ist jetzt auch untertrieben, aber jedes Mal, wenn ich meinen Plan ansehe, fällt mir wieder irgendwas auf, was mir nicht passt. Ja? Kennt ihr das?
So. Und dann möchte ich mich jetzt wirklich Schicht für Schicht quasi oder Stockwerk für Stockwerk nach oben bauen. Und mit euch gemeinsam was Geiles bauen. Oh, mir juckt's Auge. Sorry. So. Ich werde schon wieder abgelenkt. Ich glaube, wir werden ja generell die Zwischenstöcke auch nur mit Halbstufen machen. Nur da müssen wir halt dann wieder aufpassen, wie wir sie setzen. Ja, na, das ist auch wieder blöd. Das Problem ist, wenn ich die Halbstufe oben setze an einem Block, dann kann ich keine Lampe drunter anhängen. Ja? Das geht nur, wenn ich sie unten setze. So. Haben wir noch? Oh, nicht mehr so viel. Es wird sich, denke ich, nicht ausgehen. Da läuft wieder Leder rum. Das holen wir uns natürlich. Gib mir Leder. Du Kuh. Ein Leder. Das ist jetzt nicht so viel. Den müssen wir da wieder gleich weggeben. Wird schon wieder. Oh, es wird schon wieder Abend hier. So. Das Leder, da holen wir uns dann gleich nach dem Schlafen. Kannst du eh nur nachts schlafen, holen wir es uns gleich. Das ist jetzt gerade echt irgendwie so ein Vorteil, dass hier die ganze Zeit Kühe spawnen. Somit können wir während dem Bauen auch ein bisschen Leder farmen. Ja, gell, Kuh? Du, Kuh. Mu. So. Wie viel haben wir Leder? 2. Na super. Läuft. So. Und ich frage mich schon, was wir mit den 4 Drohnen Erde machen sollen. Keine Ahnung. Ich habe zwischendurch auch kurz mit dem Tabak geschnackt. Der meinte, warum baust du es nicht einfach irgendwie so, dass es ins Gelände reinpasst. Ja, würde mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Aber ich muss leider gestehen, dazu bin ich noch nicht gut genug. Oder kreativ genug. So kleine Erhebungen, so von 1-2 Blöcken, ja, die kann ich auskaschieren. Aber mehr schon, nicht, vor allem nicht in so einer Größe, ne? Das geht nicht. So, wir brauchen wieder glatten Stein. Ist der Stein auch schon glatt? Okay, jetzt fällt mir doch kein Reim ein, sorry. Hier hatten wir noch irgendwo Stein, 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 glatter Stein hier. Ja, mit den 30 kommen wir jetzt aber auch nicht weit, glaube ich. Hier liegt noch Leder. Habe ich vergessen zum Einsammeln offensichtlich. Okay. So. Boah, wir werden so viel Sandstein brauchen.
Da muss ich eh dann gleich schauen, ob wir überhaupt genug Sandstein haben. Oder ob wir in die Wüste gehen müssen. Echt jetzt? Wegen 3, 9, 18 Feldern. 18, das wären 9 Blöcke glatter Stein. Den haben wir doch sicher. Die 9 Blöcke, vermute ich mal, sind sicher schon in der Mine fertig geschmolzen. Und liebe Leute, ich sehe gerade, das war schon wieder unsere Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Ciao, baba, euer Marito.